Es geht los. Danke. Genau, das ist der Emre. Der arbeitet in der Schöller-Fabrik in Hart als Vorarbeiter. Ich habe ihn in der Nachtschicht fotografiert, also mir hat dann dem Projekt auch einfach interessiert, Tag und Nacht, der Unterschied. Wie ist es, wenn man in die Nacht hinausgeht und der Körper eigentlich weiß, ich schlafe jetzt eigentlich und genau, dann kommt jetzt gleich die Billy bei Alge Elastik in Lustenau. Die haben auch über 180 Mitarbeiter, die auch damit Get Out There bei ihrem Arbeitsplatz steht und voll selbstbewusst die Hände in die Hüften stemmt. Und das ist schon die Senai, die habe ich in der Hoferhecht-Spitzenerzeugung in Lustenau fotografiert, die dort die Musterkarten zusammenstellt für die Spitzen. Dort gibt es auch immer sehr nette Gegenüberstellungen. Es werden die Arbeitsplätze gestaltet, ganz privat mit Fotos. Und da sind wir schon beim nächsten, beim Adem. Er arbeitet in der Firma Tridonic, also Zumtobel. Er war auch total stolz. Das ist immer so nett, wenn man dann in die Betriebe kommt und sie werden dann bei der Arbeit fotografiert und es ist für alle eigentlich recht ungewohnt. Also sie stellen sich dann irgendwie meistens zu den Maschinen. Ich habe gesagt, innehalten ist super, das wäre jetzt echt nett, einfach ganz bewusst in die Kamera zu schauen, mal wirklich den Arbeitsschritt ein bisschen wegzulassen. Und das ist die Nuran, auch Tridonic, genau, das war in der auch Nachtschicht, genau. Das ist der Ali Kotsch, genau, arbeitet auch Schöller Kammgarn in Harz, also da wohne ich jetzt auch, deswegen bin ich dort immer hingeradelt und nett auch immer die Details mit den Landkarten, Bildschirmen hinter Plexiglas, Landkarten erinnern ans Meer, an das Weite. Das ist die Kassira, sie arbeitet bei Hoferhechtspitzen auch, also sie ist auch eine der wenigen, die auch Tag und Nacht arbeitet, also in der Nacht arbeiten doch tendenziell mehr Männer. Und auch wieder das Detail, dass auf dem Tixo-Roller dann Fotos von den Kindern aufgeklebt werden und das persönlich gestaltet wird. Das ist der Dane, der arbeitet auch bei Alge Elastik in Lustenau. Also die stellen so Gummibänder und so Sachen her für Skibrillen. Und der hat auch seinen Arbeitswagen, wo schon seine 2 Jahrzehnte, die er dort arbeitet, halt einfach seine ganzen Worte, die er draufgeschrieben hat, verewigt sind. Das ist der Arno Fritsch, der arbeitet bei Meusburger in Wolfurt, Formaufbauten. Der war einfach toll, weil der ist so eigentlich bei seinem Kran gestanden und hat gearbeitet und dann habe ich das Regal gesehen, das einfach genau die gleichen Farben hatte wie seine Tattoos auf den Armen. Und er hat kurze Pause gemacht und hat sich hingestellt und die Schrift an den, genau. Das ist der Peter, der ist total nett, weil der arbeitet bei Schöller schon seit 24. Jänner 1973. Er hat mir erzählt, dass er schon echt über 40 Jahre dort ist und nett war für das Foto, hat er dann aus seiner Tasche noch einen blauen Kamm in diesem Arbeiterblau herausgezogen, hat sich so frisiert noch. Und das ist die Sefika, also sie arbeitet auch bei Tridonic. Die haben auch alle diese Streifen drinnen, diese antistatischen Streifen in ihren Arbeitskleidern, damit sie nicht so aufgeladen sind und ihre Sachen da gut machen können. Das ist der Mehmet, der arbeitet auch schon sehr, sehr lange bei der Firma Hofer Hechtspitzen. Der stanzt Pailletten aus, also das sind so lange Kunststoffbänder, da werden die Pailletten ausgestanzt und dann so aufgewickelt auf diese fast wie Filmrollen aussehenden Rollen, genau. Das ist der Marcel Ritzinger, der ist auch in der Firma Alge Elastik. Der ist mir irgendwie so nett, also er ist genauso da gestanden, wie er jetzt steht. Und da habe ich gefragt, ob ich ihn fotografieren darf. Und dann hat er noch gesagt, sein Vater arbeitet auch noch in der gleichen Firma. So hat er ihn auch untergebracht in der Firma. Sein Vater arbeitet in der Nacht und er am Tag. Das ist die Arsu, auch Tridonic. Auch sehr nett, auch der Arbeitsmantel in diesem karierten also mit diesem Karos antistatisch, was so an Schulhefte erinnert, wo man rechnet, genau. Das ist die Federkotsch, das ist die Mama von dem Vorigen, von dem Ali. Da arbeiten nämlich auch bei Schöller dann auch fast so Familienverbände zusammen. Ihre 3 Söhne arbeiten auch dort
Und das hat man oft so entdeckt, dass die wirklich auch die Familien unterbringen und dann auch sich kennen und schauen, dass sie da arbeiten können. Das ist der Nicola, auch von Tridonic. Gern stelle ich dann in Porträts einfach Details gegenüber, wie diese Regenschirme und das ist die Nurten auch von Tridonic. Die war auch total nett, weil sie sich, die freuen sich ja dann alle, dass sie in der Arbeit so fotografiert werden, weil das ja ganz selten ist. Also eher so bei Hochzeiten oder halt irgendwie so festlichen Anlässen. Und bei der Arbeit, das ist für sie eher alles nicht so wichtig. Aber für mich im Moment, das ist einfach sehr spannend. Das ist die Seda, die arbeitet bei Getzner Textil in Bludenz. Die haben über 700 Angestellte. Und dieses Arbeiterblau ist einfach total bezeichnend. Das gefällt mir auch, dass das in ihrem Arbeitskittel, dass das in den Ordnern drinnen ist. Und in den Fabriken findet man auch Heiligenbilder an Rohren, goldene etc. Das ist jetzt der Michael Geutze von Moisburger. Genau, das ist so der Wikinger in der Firma, der da so ganz wirklich dem gefällt ist dort in der Firma. Und dann gibt es auch diese Roller, wo sie sich immer fortbewegen auch und von einem Ort zum anderen fallen. Und das ist die Nedelka, die letzte, die auf einem Tonezessel sitzt, auch in der Firma Getzner Textil. Also die meisten standen ja, aber es gibt überall eben immer diese leeren Stühle, die eigentlich sagen, da arbeitet oder da kann der wer sitzen, aber sie sind ja alle an den Maschinen und machen was und ab und zu haben sie sich doch hingesetzt.